So, guten Morgen, willkommen zu einem neuen Projekt, sage ich mal, das ich vielleicht als Serie machen werde. Ich möchte vorweg sagen, ich möchte mit diesem Projekt niemanden diskriminieren oder sonst irgendwie persönlich angreifen. Ja, und zwar habe ich mir gedacht, also nachdem ich und Delfino uns letztens schon so köstlich amüsiert haben über einige Forenposts aus diversen Foren mit von diversen Personen. Ich speichere dazu mal eine Liste ab und lese das einfach mal vor, weil einige Leute haben eine so super tolle Rechtschreibung. Ja, das ist wunderbar. Liebe Leute, es gibt auch Rechtschreibprüfungen für Browser inzwischen, also als Plugin und Add-on, wie auch immer. Auch wenn man eine Rechtschreibschwäche hat, man könnte sie mal benutzen. Dann versteht man vielleicht auch, was manche Leute wollen. Weil teilweise geben die Posts auch keinen Sinn, wenn man den gesamten Thread liest. Egal. Ich lese das einfach mal so vor und vielleicht findet es ja noch jemand lustig, außer mir und Delfino. Ja. Ich habe übrigens ein bisschen zensiert, wie man hier sieht. Also das ist von mir, weil ich will ja, wie gesagt, niemanden diskriminieren. Deswegen lösche ich mal alles, was irgendwie hinweisen könnte, mal raus, damit man die Person nicht ausfindig macht. Theoretisch. Ich hoffe auch niemand, dass jetzt jemand gezielt nach diesen Personen sucht und sie beleidigt. Das ist nicht so ganz Sinn der Sache. Doch, aber naja. Nein. Es fängt leicht an und wird dann gegen Ende hin leicht extrem. Bei Älteren keine Ahnung. Ja, vier Wörter und schon mehr Rechtschreibfehler. Und beim Kick gab doch zumal, dass dieses Bild von den drei mir noch bekannt vorkommt. Es fängt, wie gesagt, leicht an und wird dann später schwer. Gab's es mal für SP1? Ich glaube, er meint hier PS1, keine Ahnung. Keine Ahnung, warum so war. Es war nun mal da ohne diese roten Kreise. Kennt man die alten Leute, die rot sind, ne? Die auf dem Bild zu erkennen ist bei den Ticket. Wie gesagt, es fängt langsam an und wird dann gegen Ende hin extrem. Na, und ich schlage jetzt mal gegen mein Mikrofon, jawohl. Es kommt immer gut. Habe mich da angemeldet, ist echt supi geworden. Nur eins, wenn Mann, also Frau nicht, sich da anmelde und auf Home geht, failed Downloads von Spiel. Aber Erz mal A1 Klasse und möchte gerne mitmachen. Guck mal rein, ich habe was reingeschrieben, ich hoffe, es ist in den richtigen Thema. Grammatikalisch absolut korrekt. Kann man nicht sagen. Na, ich habe mal auf Version blablabla getestet. Funzkt. Zwar Einbahn. Da gehört noch ein H hin. Einbahnstraße. Frei, aber T1-Map kann die ZDM-Froschung nicht finden. Und T2-Map kann die ZDM-Froschung teilweise wen Mann, also Frau gilt das wieder nicht, Glück hat durch Bug finden. Aber T3-Map ist alles da. Naja, außer die Panzer, die vorne ist Seite 1, die Bilder von dir sind. Die kann Nonnen nicht da. Die kann Nonne, Donner, Sturmkanone und Dragonizem sind in der HQ-Menü-Liste nicht dabei. Wird er noch in der Fahrbrick? Das ist eine Brick, die fährt. Jetzt müssen wir noch klären, was eine Brick ist. War das nicht so eine Bridge? Keine Ahnung. Server down nicht ganz so oft. Ganz. Wie spricht man ganz aus, ohne dass es wie ganz klingt? Ganz. Ja. Die meisten Game in Online sind on. Das überrascht mich jetzt. Also wenn ich online bin, sind immer alle off. Ich auch. Und bekommen noch weiter Gamer dazu. Aber Mann, konnt nicht rein. Da kommen Verbindungsfehler. Auf die meisten sind andere Länder. Ich habe den Textdokument gelesen, wo Speicher mit Namen STDR und STDOut, das sind Dateinamen, wollte ich mal darauf hinweisen. Stand in Englische, hab's übersetzt, kam dabei nicht raus. Da, bis ich bemerkt habe, Ping-Limit eingestellt ist. Eingestellt. Ja. Ich
kann rein, aber der deutsche Master hat gesagt, nur bist Pingli mit 300. Er hat gesagt, ich hätte 150, das reicht. Auch Dan hat er neu aufgemacht. Ich kam nicht mehr rein und bei jeder Suche kam einer dazu, bist er 8 hatte. Er hat den Pinglimit auf 150 gesetzt, weil mein Bruder Downloads gemacht hat, war es mehr Pinglimit. Schöner Satz, wie ich finde. Sehr schön. Also ist es nicht down, es liegt auch an Limit dran, dass man einen Server wählt und Dan Verbindungsfehler und Dan bei Suchen auch kommt, neu starten, Dan geht's wieder. Es ergibt nicht was Sinn, wenn man den ganzen Thread liest und weiß, worum es geht. Wer auch immer online spielen muss, in Umstehenden, dem Sachen ausmachen, Downloads anderer Programme und den Antivirus leider auch, weil der Antivirus macht Auto-Updates und den Gurt ausmachen wegen Prozessen. 99% läuft, wen an ist. Ja. Ihr habt kapiert, worum es geht, nicht? Ich auch nicht. Ich mach mit, habe ein neues Name, Rookie, aber bin Profi darin. Ja, später kommen noch lustige Kommentare mit Antivir und so. Aber die vorletzte Alpha-Mission, Alpha gegen, wie auch immer sie heißt, die Hauptbasis von den Gegnern. Und was für eine Schwierigkeitsstufe, leicht oder normal oder schwer? 2 Minuten reichen, naja, ist wahrlich zu viel, 1,30 wäre, er wehrt sich, nein, da quält uns noch ein Haar rein, wäre, gut. Wen du den ersten Transporter verschickst, den mit 10 Laser, was auch immer Einheit, Schwerpanzer mit Ketten ist teuer, ist ein schwerer Panzer, ne? Mit Ketten. Ja, kostet 350 und HP 300 zum Beispiel. Stark gegen Explosion, schwach gegen Flamen. Also flame den Panzer mal ordentlich weg. Oh Mann. Weil der Gegner hat auch schwere Panzerungketten. Ist 300 HP und 250 zum Beispiel. Hubercraft kostet, ja, das ist jetzt mal interessant. Schwach gegen Explosion, stark gegen Flamen. Ne? Da braucht er nicht Flamen. Ne? Herrlich. Also ich amüsiere mich köstlich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Die ersten 10 Einheiten müssen vorgehen und die Mörser-Einheit zerstören und die Sensor-Einheit, Dan, die Huberkraft-Einheit, die hauen wieder ab. Wen's zu wenig sind, max 5 Einheiten hauen ab und bis die wiederkommen, ist dein Transporter da. Und nochmal 10 Einheiten abzuladen, mach immer Lancer mit schweren Panzer mit Ketteantrieb. Das hilft immer rechts von der Landezone, ist ein Außenposten von UP. Das ist Artefakt. Huberkraft, mach es so Lancer mit schweren Panzer mit Huberkraft. Kostet zum Beispiel. Damit kannst du die Huberkraft-Gegner besiegen. Es gibt Nachteile, aber auch Vorteile. Wenn es geschafft hast, kommt die letzte Mission, hast 10 Minuten Zeit. Das ist eine lange Zeit. Deswegen das H. Einheit in Transporter zu laden, nimm am besten die beförderten Einheit, 8 Lancer und 2 LKWs, den, ach nein, Moment, das passt hier sogar, das den, ah, da kaufst du, bist keine Einheit da ist, außer die in Transporte sind, die lässt du da, den drück auf verschicken, ey, kommst du Better Basis, mit der Better Basis erzähl ich dir, wen's du neues Trade zu Thema macht. Gott. Es liest sich so schön. Ich trinke erstmal einen Schluck und mein Mausrad hackt. Ich glaube, ich brauche bald eine neue Maus, so ein Scheiß. Oh, jetzt kommt auch wieder ein sehr schöner Eintrag. Radeon 9550 ist ADI-Grafik. Grafikkarte. Ja, passt sogar hier noch. Weil ich habe ATI Radeon 2400, weil Radeon ist ADI-Version. Es kann ja liegen, weil OpenGL-Version fehlt. Meine hat OpenGL blablabla und Pixel Shader Version 3.1 Verzer, ich glaube, der meint Vertex Shader Version 3.1 und 3D. Seine Grafikkarte hat 3D. Das ist neu. Das ist modern, sage ich euch. Guck mal, ob du die CD findest von ATI Radeon 955. Sie ist sehr wichtig für Treiber für deine Grafik. Wer installiert heutzutage noch Grafik?
Treiber über CD. Ohne die hast du nur 3D und oben hast du noch GL 1.5 und keine Shader-Version. Ja, weil mein Shader nicht hardware-seitig integriert. Egal. Oder war die Grafikkarte beim PC-Kauf dabei mit Betriebssystem Windows? Da müssten 4 CD da sein. Die eine ist Windows Installer, der zweite ist Updates Installer mit vielen Treibers, zum Beispiel auch für deine Grafikkarte. Nummer 3, Norton Antivirus, Nummer 4, Nero oder so. Norton, war das nicht, dass du so endlos viel Leistung verfrisst? Ich spreche schon so, wie ich lese. Guck nach, wen die so gekauft hast, müsste die CD da sein. Wen nicht, berate dich mit den Verkäufer, sag denen die CD fehlt. Ja, vielleicht ist da einfach keine CD dabei. Wen die Grafikkarte, oh, jetzt hat er es ja richtig geschrieben, bei einem PC-Kauf dabei war, nimm die zweite CD Windows Updates. Nein, Updates. Es ist schwierig. Dann auf Desktop rechtsklick mit Linksklick Eigenschaften, dann rechts rüber zu Einstellungen, dann auf Erweitert drücke Linksklick, dann guckse, wo die Grafikkarte ist, da gehst du hin, gehst du auf Eigenschaften, Gott. Dann auf Treiber, dann drück auf Treiber Aktuals, dann fragt er dich, drück auf OK oder Ja, den Rest, nein, das passt nicht sogar, macht er alleine, nur wen, die von PC-Kauf dabei war, geh niemals zur Systemsteuerung und zur Hardware, er fragt dich nur, ob du was Neues reingesteckt wurde, der kann dir nicht helfen. Ja, die Systemsteuerung oder Hardware kann dir nicht helfen. Gott. Ich glaube, das nächste Mal muss... beim ersten Mal war es lustiger. Liegt vielleicht auch daran, dass ich es gestern schon mal aufgenommen habe, aber ein bisschen Scheiße gebaut habe, deswegen... Es war nicht so ganz perfekt, deswegen lese ich es gerade zum zweiten Mal übrigens. Wenn das überhaupt noch jemand schaut bis hierhin. Dieser ZDM geht mod... ich soll das nächste Mal nicht einfach alles rein kopieren. Okay, das lassen wir einfach mal raus. Das ist langweilig. So. Ach, ich lösche die Texte da eh. Bei der zweiten Mission Eros und bei der ersten Mission kann man, also Frau schon, nicht den Artefakt hole von LKW. Da kommt man zur nächsten Mission 2 und der Artefakt bleibt da und kann man nicht mehr holen. Wen es doch macht, in der ersten Mission kommt man, also Frau schon, nicht mehr weiter, nur die Zeit läuft ab. Bei der letzten Alpha-Basis-Mission soll man ca. 10 Minuten die Beta-Basis retten mit Transporter, aber sobald man startet, gehst nicht mehr weiter, das Spiel stürzt ab. Hier ist die versprochene... ja, okay. Es ist voll ätzend, dass ich helfen wollte, aber am nächsten Tag gelöscht wurde, obwohl Internet Autosave hat. Ja, also bei mir macht das Internet auch alle 5 Minuten Autosave. Wenn mir das Internet... dann kann ich das Internet vor 5 Minuten oder so laden. Das ist ja Internetspiel, ist ja alles dasselbe. Wen das so weitergeht, werde ich den Mod innen reinstellen und komme nie wieder her und werde auch keinem mehr helfen. Ja, ich glaube, das soll eine Drohung sein. Obwohl ihr weißt sowieso, dass ich Rechtschreibfehler habe und das könnt ihr mich nicht mal lassen. Also sollte dieser Thema auch gelöscht sein, gehe ich bei meinem Rechtsanwalt beschweren. Liebe Leute, alle, die jetzt irgendwie Forenbetreiber, meine ich jetzt, bedrohen mit Rechtsanwalt, weil sie Kommentare und so löschen. Ihr könnt da nichts machen. Können löschen, wie sie lustig sind. Können auch jederzeit komplett löschen. Die können da nichts machen. Erstens, ich bin G- und B-behindert. Ich weiß immer noch nicht, was das bedeuten soll. Kann man das mal erklären? G- und B-behindert. Er kann die Buchstaben G und B nicht richtig schreiben. 80% habe Betreuer und sehr gute Rechtsanwalt auf meine Seite. Also lass das mit löschen, sonst warst einmal Forum gewesen und ich lüge auch nicht. Der Mut hat, sollst löschen. Aber viel Spaß dabei, Rechnung zu bekommen. Schönen Tag noch. Wie gesagt, ihr könnt Forenbetreiber nicht verklagen, weil sie eure Posts in ihrem eigenen Forum löschen.
Das ist so, als würde ihr jemanden verklagen, weil er euch nicht in sein Haus reinlässt. Außer natürlich, ihr habt einen Hausdurchsuchungsbefehl und seid von der Polizei, aber das ist was anderes. Frage mich, was leichteres, aber diesen Mod zu machen ist total schwer. Mods zu machen sind immer schwer, vor allem wenn sie gute sind. Was anderes als Renegade gibst auch CNC Juris Rache einen Mod mit, wo zum ersten Mal die Allianz oder Russland gegen Dr. Reed spielst. Aber es ist in der Baby-Stufe, weil ihr Mission überspringt, bei einiger Arrow sagt, in der Geblingel, Dr. Reed gegen irgendwas in 2 oder 5 Minuten ist das Spiel gewonnen. Täusch dich nicht, das Hauptquartier sieht so aus, wie ein Feuersturm gegen Gabal kämpfen musst. Ich sag dir nicht, wo das ist, du musst selber finden. Google CNC Mods, da findest du alles. Das zu lesen ist ja grauenhaft. Warum, liebe Leute, könnt ihr nicht ein bisschen auf Rechtschreibung? Ich weiß, es gibt eine Krankheit, da hat man Rechtschreibschwäche, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Aber auch solche Leute können sich an Rechtschreibprüfung als Add-on installieren. Es ist nicht so schwer. Das dauert auch nicht lang. Und gibt's für praktisch jeden Browser. Versucht doch mal den Mod 2.5 zu spielen. Geht nicht, da kommen nur Errors. Hier habe ich es ja auch. Sieh dir selber an. Also okay, dann guck ich mal, was noch an Errors kommen. Das heißt in Test und erste Mission, Test und Mission selber und Geblingel. Alles versus alle, 1 versus 1, 2 versus 2, 3 versus 2, wen ich welche Errors finde, gebe ich dir den STDX. Okay. Das ist übrigens ein gängiger Textdatei von diversen Open Source Spielen. Habe ich auch noch einige hier rumliegen. Mulligame lagt sehr Fenstermodus, 6800, 620 Bild, 30% Schnee, deswegen nur ein L. Aber Mausbewegung wackel das ganze Bild. Hier ist der, lade dir den hoch und schau selber an, was für Errors der hat in Multigame. Oh. Komm, da sitzen noch mehrere Leute vor dem Rechner, oder? Einer allein kann sich sowas gar nicht aufschreiben. Leute, ich war und verfolge das Problem durch Viren und so weiter. Angriffe ist 4-mal Festplatte Win XP SP3 kaputt gegangen. Jetzt sind 2 Festplatten defekt. Die eine Festplatte ist durch Virus 0 Sektor angegriffen. Die andere durch Hacker Totalschaden. Ja, kennt man über die bösen Hacker, die Festplatten kaputt schlagen. Übers Internet. Die Festplatte, die ich jetzt benutze, ist noch ganz. Ganz mit S natürlich. Also sind die Daten für den Mod auch weg. Jetzt muss ich wieder alles neu machen oder mein Freund melde sich mal in diesem Forum. Sein CS2D ist übrigens ein Spiel. Wenn du on bist, schickt mir über PM die Daten von unserem Mod mit Lizenz. Du hast mir gesagt, du kümmerst dich darum. Ach ja, du kannst mich über MSN erreichen, weil die Daten auch weg sind. Ich weiß nicht mehr mein Passwort. Das Problem kenne ich. Habe ich schon öfters gehabt. Deshalb kann ich nicht mehr melden. Ein Glück, dass ich meine BN und PW mehr merken konnte. Wen alles gut läuft und der meldet sich und schickt mir auch das Mod mit Lizenz, mache ich neues Street zum Thema. Mit passend Text dazu. Der Turniernet-Mod heißt anders, Modern Warfare, soweit wie ich weiß. Ich hatte dir PM geschickt, dass du dich melden solltest. Ich bekam, jetzt will ich schon wieder Kamm sagen, keine Antwort von dir. Wen du in PM nicht guckst, dann guck mal hier. Ja. Wenn du diese E-Mail nicht liest, dann liest doch mal meinen Kommentar, den ich dir geschickt habe. Die andere E-Mail, die ich dir geschickt habe. Könnt ihr mir mal Gefallen machen und diesen Thema da lassen? Es ist sehr wichtig, dass mein Freund sich endlich meldet. Danke in Voraus. Ah. Hey, wenn du diese E-Mail nicht liest, liest doch mal die andere E-Mail, die ich dir geschickt habe. Herrlich. Ja, ich kann da spielen. Wen ich mitmachen darf, wen, ja, schickt mir PW in Privatnachricht. Ich freue mich auch, dass es klappt. Es wird noch schlimmer. Das ist das Traurige an der Sache. Naja, bezahlen kann ich nicht, leider. Ja, ein Hobby ist die Seite, also warten, bis man reinbeißt. Da ist wichtig, also kann ich ja auch nicht, ob es wichtig ist. Aber wer Lust hat, guckt richtig in und um Mann. Frau nicht, finde alles, auch die neue Version von viel Spaß. Eine Frage, wenn, oh, hier ist richtig geschrieben, wenn ich neues Version finde, wo muss das hin, das zum Thema, heißt das nicht, GEMA, gehört in News, kann ich nicht ein neues Thema machen, weil ich nicht berechtigt
bin. Danke in Voraus. Es ist wahr, ein Direkt-Download gibt's nicht. Das Satz gibt jetzt schon keinen Sinn. Es ist wahr, ein Direkt-Download gibt's nicht. Aber jetzt schreibt Releases. Man müsste in das Has-Been Releases reinschauen. Oder Read More, das sind 3 Downloads. Windows, sehr gut. Welle. Er baut scheinbar gerne Mauern. Ein, der zu deinem Betriebssystem gehört, schon kommt für den Download. Es gibt schon, wer nicht fündig wird, soll mal die unten angeben Internetseite eingeben. Nicht vergessen, die Vorder-IE-Ad eingeben. IE-Ad. Ich nehme mal an, er meint hier Internetadresse. Und geht irgendwie davon aus, dass wahrscheinlich jeder Internet Explorer benutzt oder so. Keine Ahnung. Die postet übrigens alles so von verschiedenen Personen und zwischen dem Zeitraum 2010 und 2012, glaube ich. So in dem Zeitraum. Also es gibt da schon alternative Browser. Und das dahinter eingeben, Download. Aber jeder weiß, wieso gebe ich das Slash, also Schrägstrich, nicht mit rein, weil ich nicht weiß, ob ich das darf oder nicht. Deshalb habe ich ohne Slash IE-Ad angeben, hätte ich das mit Slash bestimmt gemacht, aber ich habe zu viel Angst, dass ich keine Linsen habe, für die Original IE-Ad einzugeben, deshalb ohne Slash hier reingeschrieben. Ganz ehrlich, wo bleibt die Downloads? Unsinn. Jetzt muss er schon Lizenzen für Internetadressen haben. Von Rede der Mann. Wem tut's noch weh? Hand hoch. Hi Leute, Mann, hört kaum was von euch, seid ihr alle in Urlaub? Es ist gut, sehr gut, aber es hapert noch an Bug. Jetzt hätte ich fast Forschung gelesen. Forschungswege sind optimal. Optimal. KI-Gegner lassen noch was da von anderen KI-Gegner. Oh, der KI in Schwer baut weniger Artillerie oder aber desto mehr Panzern und V-Tools. Der Modüdai baut sich. Düdai ist jetzt sogar korrekt. Baut sich zu wen man ihn angreift, aber nur da, wo man gekommen ist. Ja, wo man gekommen ist. NTW-Wort zu mächtig, kaum Zeit, was zu basteln, muss schnell. Deswegen wieder nur ein L. Panzern bauen und die Old Mod keine T-Tiles, weil ich das nicht spiele. Es gibt schon neue Testversionen in bitte diese Seite oben Internetsuche eingeben. Ja, Internetsuche, ne? An alle, ihr könnt weiter die Spiele oder die neue Version spielen. Für die Version müsst ihr bei Net vorbeischauen. Sobald wen du den zwei neue Testversionen zum Herunterladen eingestellt hast, lösche das, was ich Testversion hier reingeschrieben habe. Okay, danke in Voraus. Ach ja, das Forum steht noch auf Winterzeit, können wir so lassen, ist ja bald Winter. Warum lese ich das vor? Es reicht doch, wenn ich darüber lachen kann. Muss ich nicht meine arme Stimme so quälen. Frage, wo kann man die herunterladen? Das war doch von New Trunk oder so. Das Bauen von Fabrik gehen. Ja, das ist Gen, das Fabrikarbeiter haben. Und so weiter, wo die Lebensleiste mit hochgeht. Erst rot, dann gelb und dann grün. Aber bei konnte man keine Mods spielen, nur ein Düdai. Nur ein, ach ja. Oh, das war dieser zusammen. Mausrad hackt. Okay, dieses Post ist eher unlustig, weil ich die ganzen Namen rauszensieren musste und da. Also, der Text war ursprünglich doppelt so lang, nur dass ständig der Admin nacheditiert hat und den Namen habe ich gelöscht und alles. Super, dazu gucken, vielleicht helfen die dir bei der Seite des Forums. Ich habe nur ein Hirn reingemacht, wen die IE-Seiten nicht gehen, sind nochmal hier oder google mal SIM-Karte Port-Arbeiter, vielleicht wirst du auch fündig, was dir hilft. Vom Feinsten sage ich nun. Ja, also ursprünglich war der Text halt wirklich doppelt so lang und sämtliche Links waren schon vom Admin zensiert. Wirkte für mich ein wenig so, als ob das wenig legal war, was er da gepostet hat. Die Ästhetik sagt keine Fehler. Ich weiß nicht, was du meinst, aber ich sag nur eins: Wofür hat Windows XP Kompatibilität auf Win 98 runterzugehen zum Angucken gedacht? Nein, ganz bestimmt nicht.
Mann, er muss mich ja runterziehen. Es reicht mir, da soll er... Scheiß Saft. Soll er doch auf Win 98 spielen, mir doch egal. Fest, ich sagt nichts mehr dazu, soll er selber drauf kommen, denn ich weißt es, wie das geht. Ich spiele jetzt Win 95 Spiel. Man kann auch Windows 95 Spiele ohne Kommunitätsmodus zum Laufen bekommen. Und manche laufen gar nicht. Hängt auch davon im Spiel ab und welches System man genau benutzt. Vor allem, wenn man 64-Bit-System benutzt. Oh, jetzt kommt ein sehr schöner Post. 256 MB RAM reicht für Windows XP. Mutige Aussage. Würde ich nicht machen. Hat ein Kumpel von mir gemacht, ja. Nachdem wir es mal verdoppelt haben auf 512, hat der Rechner mehr Speicher verbraucht, als er vorher überhaupt gehabt hatte nach dem Hochfahren. So was sag. Es kommt nur an der Festplatte, wie die groß ist, und an das Herz. Minimum an Festplatten, freier Speicher 40 GB, normale Festplattenspeicher 80 GB, maximale Festplattenspeicher 120 GB. Der Post war, glaube ich, von 2010, also das waren so ziemlich die ältesten, wo ich hier habe. 2010. Also 2010, ne? Ja, wie er auf diese Festplattenwerte kommt, ich habe keine Ahnung. Herz muss über 1 GHz haben für Windows XP. Frage, was für RAM hast du? SD-RAM oder DDR-RAM oder DDR-RAM 2 oder 3 oder 4 oder Gibt's 4 überhaupt schon? Gab's 4 2010 schon? Versuch mal mit Windows XP oder so, ME oder MT oder 2000. Mein XP kann original mit Update-Version 1.10 mit der Updated-Version 1.11 spielen. Ich habe auch noch Akte Robon, die ist nur für Win 95 gedacht. Trotz spiele ich sie auf Windows XP Home SP3, das geht wunderbar. Ich soll langsamer lesen. Ich soll vielleicht aufhören, solche Texte zu lesen. Übrigens bin ich nicht beeindruckt. Um Windows XP Spiele zum Laufen zu bringen, die uralte ist einfach. Oder Vista 64-Bit ist das deutlich schwieriger. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe das mal gespielt. Mir ist da nicht ungewöhnlich nichts aufgefallen. Kenne ich. Startablauf nur mit LKW und Miltelbau und Befestig. Basis fehlen deine Forschungen. Nexus ist dabei. T1 deine Froschungen. Fehlen, Nexus ist dabei, T2, deine Froschungen fehlen, Nexus ist dabei, T3, alle da, außer die neuen Panzer, Fehlercode bei einigen Maps, wenn du mit schwachen Panzern herum. Ich kann übrigens auch Wörter bei Google eingeben und da schauen, ob sie richtig geschrieben sind, das geht auch, mache ich auch manchmal. Ich habe eine Frage, das passt hier sogar, oder? Ja, ein Programm, der heißt PaintNet, die Vollversion ist kostenlos, aber sie machen Spende, jeder kann spenden, wenn er möchte. Wie wär's mit E natürlich, wenn die Teams auch eine Spende machen, das Spiel ist ja kostenlos, Vollversion, aber Mann, könnt ihr mal das Team Spende geben, Frau nicht. Weil mir ist was aufgefallen, dass keine neue Mission da, immer noch die alten, das Spiel ist besser geworden, aber noch einige Fehler, Hauptsache, es geht wunderbar auf von der PS1, der 1-Sound ist da. Also den Teil mit der Spende habe ich verstanden, dann wird es kompliziert. Oh, es kommt wieder was Illegales. Ein PC-Emulator für PSP oder so und dann 230 komplette Ordner rein, ohne Install, das geht glaube ich. Ein Arbeitskollege hat 3 Teile von Resident Evil PC auf PSP gehabt. Bestimmt legal. Ganz sicher. Ich fragt ihn, wie er das gemacht hat und er soll mir auf Zettel schreiben, damit ich dir in PM das geben kann, wie er PC-Spiel in PSP bekommen hat. Ihr weißt nichts davon, ich das weise. Absolut legal, klar. Warum denn nicht? Wurde übrigens, glaube ich, auch vom Admin schon mal rumzensiert. Der Net-Ordner wurde gelöscht und der Mod wurde der Name geändert. Images weiter verändert, Fragen wegen Lizenz werden gestellt. Werde weiter am Images arbeiten, dass jedem gefallen wird, die du es auch raus wegen Fehler. Ihr seid doch nicht böse, wen ich am Image arbeite, oder? Beim ersten Mal ist es immer noch am lustigsten. Der Lasser in Mehrspieler-Sound ist leider Englisch. Und wen Mann, Freund Team, Freund TM oder Bündnis,
Ah, das ist eine spezielle Version des NES. Spielt und Sensor oder Einheit oder Energie ohne E natürlich gibt und so weiter, ist das auf Englisch. Warum, weiß ich nicht. Es kommt später noch richtig gut, wenn einer mal Antivirensysteme erklärt. Das wird richtig schön. Zum Thema Images muss man da auch nach Lizenz fragen. Frau definitiv nicht. Wen, ja, wo, wen, nein, mache ich Mod da raus. Nur die mit Images zu tun haben. Wie gefällt euch das Bild, was ich als Avatar habe? PS, der Mod ist klein. Das heißt die Mod. Außer er meint den Moderator. Der Moderator. Aber die Modifikation. Klugscheißen. Mal gucken, was da falsch ist. Vielleicht bekomme ich das hin, dass auch bei Linux und Mac geht. Aber Mac brauchen wir nicht. Aber der Mod war nicht so, wie ich gedacht habe. Ein paar Fehlerchen sind da noch zu beheben. Und dann frage ich, ob ich Lizenz bekomme und ob er wieder hier rein darf. Erst ist es wichtig, dass er geht bei alle XP und Linux und Mac. Und was ist bei Vista? Rassismus! Aber das andere Problem ist, mein Englisch ist nicht gut oder ich muss Übersetzer nehmen. Das Englisch, dein Englisch ist nicht das Einzige, was nicht gut ist. Für SFX, wo muss ich die Lizenz? Frage bitte, kann mir einer Link geben? Danke. Schon Textpage und die Lizenz da auch Link. Für die beiden muss ich da fragen, ob ich Lizenz bekomme. Bei anderer Frage erst, wen ich den Mod richtig fertig habe oder wen ich Zeit habe bei, ob er mir noch Lizenz gibt. Wen euch nix ausmacht, ende ich ein bisschen die Images, okay? Der Mod wird groß sein. Es ist immer noch die Mod. Immer noch die Mod. Ups, UBS. United Basel Service. Basel Service, ja. Ja. Ich hatte ja total less was vergessen zu fragen wegen Lizenz. Entschuldigung, könnt ihr mir verzeihen? Nein. Ich aufgeriet, dass der Mod fertig war, dass ich zum Hochladen ihr reingestellt habe, als ihr mir geschrieben habe, dass der Lizenz fehlt. War ich der Masse wütend auf mich, dass ich einige Leute ihr Urheberrechten verletzt habe, könnt ihr mir verzeihen. Für SFX, wo muss ich die Lizenz? Frage, Strux und Textpage und die Lizenz. Die da eben muss ich Obama nach Lizenz fragen. Das ist wahrscheinlich der Bruder von Obama oder so. Nächste Stimme muss ich aber, ob er noch mir verzeihen könnte, glaube ich nicht, was da was glaube ich nicht, das, was da gemacht habe. Rechtschreibung. Ich mache mich nicht über andere Leute lustig, nur über Rechtschreibung. Warum wurde der Link entfernt? Habe ich was Falsches gemacht? Sonst wäre er wohl nicht entfernt worden. Ich kann keine gute Erklärung machen, weil ich das nicht kann. Paul ist dumm, weil Paul dumm ist. Tolle Erklärung. Machst du das, die neue hast du bekommen? Mach mit Link, ja. Ich weiß nicht, was ich reinschreiben soll, danke. Außerdem sind die SFX von einem Mod, der gar nicht mehr aktuell ist. Vom Mod, wo ich die SFX habe, der geht nicht. Heißt, dass sie frei Verfügung sind. Nein, bloß weil eine Mod nicht geht, heißt nicht, dass alles aus diesem Mod automatisch auch frei in Verfügung steht. Das hat immer noch der, wo die Rechte an den Grafiken oder Sounds oder was auch immer hat. Und Internet, die SFX dürfen nicht in Mod, da musst erst fragen, ob man in einen Mod reinmachen darf. Ich suche so Textpage sind von einem Mod, der nicht geht. Aber bei diesem Mod gehen die Textpage-Ordner, ist auch noch der Bdrops-Ordner, der ist neu und verändert. Oh, das ist der schöne Satz, glaube ich. Im TuneInnet Textpage-Ordner ist der Bdrops-Ordner, den müsst ihr in der Basis in Textpage-Ordner rein. Wenn ihr nicht da reinmacht, dauert das, bis die kommen. Ihr ist der neue TuneInnet-Mod zum Laden, 70 Sek warten. TuneInnet-Ordner und auf Mods-Ordner, auf Multiplayer-Ordner, da muss der Turnierwitz da rein. Ihr versteht, was ihr machen müsst, ne? In der Ordner die Exe eine Verknüpfung erstellen, da wo auch eure Pferde sind, müsst ihr eine Verknüpfung, die Verknüpfung in der Eigenschaften gehen, das zieht ihr allgemein und Verknüpfung, bei der Verknüpfung gibt ihr Folgenden in Ziel ein, da müsst ihr nicht reinmachen, sondern der ist schon da, ihr müsst nur Leertaste sein. So ist es bei mir. So, nun geht ihr wieder allgemein, gibt ihr ein.
nicht und auf Übernehmen oder Okay drücken, jeder seine Sache, wie man das umändert, aber die soll nicht hier bim scheren gehen, wen das LAN denn nicht mehr geht, weil so komische Errors kommen. Das ist heftig. Was willst du die neuen Images haben? Gerne, das bekommst du. Guck in deine Mitteilung, Screens, mal gucken, wo ich noch sowas bekomme. Das liegt an den Horst, was er einstellt. Ja, der Horst, ne? Ach, der gute alte Horst. Ah, ich glaube, er meint hier Host. Danke. Hier ist der Mod. Net Link wurde entfernt. 70 Sek warten. Ach ja, das Bild Erneuerung. In Images zum Beil. Beilspiel. Ah! Ich find's geil. Ich spiele auch gern mit dem Beil. Der Hammer oder Schauben, Schlüssel und so weiter. Müsst ihr mich erst fargen? Ordentlich durchfragen. Die sind nicht dabei. Schau auf mein Bild. Beilspiel. Es gefällt mir. Weil ich habe ein Beil. Ja. Das Turnier des Waage 19% fertig. Es sind nur noch diese Fehler zu beheben, das Spiel geht ja, aber solange die Fehler da sind, kann ich nicht rausgeben. Tu mir leid. Ja, ich tu dir leid. Es ist nur einer, der mir hilft, und zwar, der kann auch nicht mehr machen. Da muss ich versuchen, drück mir die Daumen. Daumen. Also alle beide, ne? LOLXD. Boah, voll der Nu. Roffel hat LOL gesagt. TCP, telefonier mal, wer den Autoverkehr geht nicht. Den Satz habe ich auch nicht verstanden. UDP, naja, sagt mal so, wenn man was schreibt, kommt bestimmt ein Virus oder so. Dann ist dein Briefkasten voll mit Viren und Trojanern und Würmern und Hackern und Spyware und so weiter. Ja, mein Briefkasten. Den wasche ich täglich nicht aus, damit die Viren keine Chance haben. Und seit wann kriegt man Viren, wenn man was schreibt? Man kann übrigens Updates machen. Dann passiert sowas nicht. Habe ich gehört. Naja, die Telekom AG hat versucht, TCP und UDP in eine Leitung zu bringen. Was kommt dabei raus? Sie hatten doch mal so ein Telefon von Japan bekommen, wo Mann, Frau nicht, Videoübertragung hatte und das ging nicht. Da waren alle beide TCP und UDP, TCP-UDP zusammen. Komisch. Ich kann bei meiner Internetanbietung beides auswählen. Naja, er ist ein Profi, er weiß schon, was er da sagt. Ne? Er hat recht. Scrollen wir einfach weiter. Damit das Elend bald ein Ende hat. Es kommt drauf an, mit wie viele Leute spielst, sind es zu viele, da gehen einige Panzer, werden Fahrt oder Bein stehen oder in Gefecht kaputt. Den Satz habe ich mehrmals gelesen. Ich verstehe nicht. Ich weiß es, bei der letzten Mission gegen Nexus Basis endet niemals, wen man den Time-Tugel aktiviert. Ich guck mal, wo das liegen kann. Okay, das noch nicht fertig. Details werden nicht mehr in der Forum weitergeben. Hat sich zugetan, hilft mit bei der Sache, Turnier. Warum mache ich das? Warum tue ich mir das an? Wenn ich schon an den Mod arbeite für den Turnier, muss ich was wissen, wo die Daten der Net kommen, obwohl unwichtig ist, dass Lars sich leicht die Daten, wo man Einheiten und so weiter zerstört, Punkte und Einheiten und so weiter verloren hat, Punkte. Bild geändert, HQ und so weiter geändert. Messagings werden noch alles, was nett zu tun hat, reinmachen. Ein Ordner-Net werden reingemacht, Übersicht der Spieler zu haben, aber ich brauche Hilfe. Ja, das glaube ich. Wer will mitmachen? Mein Turnier kommt sofort. Beachte, ich werde das reinmachen, dass die nicht geht. Die das rausmachen, wissen das auch und die, wie der geht, hat was mit Com zu tun. Was auch immer. Meine 25% oder 50% fertig Mod. Ich werde um den Erlaubnis fragen, ob ich den ihn als Download stellen kann. Au. Wären, er wehrt sich, ein gutes Beispiel. Oh, kein Beispiel. Oh. Ich bin schon an einen Mod dran, aber der will nicht. Ich haue alles raus, ich ändere den mal. Turnier-Net. Alle müssen neue Namen nehmen. Und wer nicht mehr da ist, guck mal unten die linke Seite, da ist die kleine Weltkarte, geh da drauf, ob einer da ist. Lobbyüberwacher ist immer der, die Namen kennt und sagt den Hoster Bescheid, ob er schon verloren hat. Ja, mit dem Punktestand mach ich, wen ihr wollt.
die verloren haben, sollen die Punktestand sagen oder schreiben, wie viel Einheit und so weiter besiegt und wie viel Einheiten und so weiter verloren haben. Am Wochenende wäre es ganz gut. Das heißt, wenn ich verloren habe, soll ich meine Punkte sagen. 2 Milliarden! Das ist doch gar nicht möglich! Aber ich habe trotzdem 2 Milliarden. Oh, sollen wir weiter runter. Mein Kopf tut weh. Ich freue mich schon darauf, dass neue Mods kommen. Wen nicht, dann wäre... Ich werde sie schon wieder. Ist ja kein Spaß mehr, immer das Gleiche zu spielen. Schon als die kam, hatte ich mich gefreut. Und jetzt ist die noch besser als zur vor bloß der KI. Da muss man Haufen Abwehr bauen. Frau nicht. Jetzt ist die Dui ist auch cool. Und die All-Original ist auch nicht schlecht gemacht. Und was für Mods die noch in EE gibt, die meisten falle ab, weil die nicht mehr auf Version oder andere Version nicht mehr gehen. Ja. Oh, gleich kommt das. Gleich kommt was Geiles, ja. Syr, dass ich mal sag musste, wer ein Hacker auf seine Festplatte hat, bedankt euch bei den Remote-Freigaben. Der Last. Alles offen, sogar noch die Festplatte der Windows Firewall. Ich habe auch eine eigene Festplatte für meine Windows Firewall. Sagt nichts mehr. Dafür gibt es TuneUp Utilities 2010, der stoppt Remote-Freigaben. Kein Hacker kommt mehr durch. Ihr braucht keine Updates, ihr braucht nur TuneUp Utilities 2010. Damit haltet ihr jeden Hacker auf. Echtes Pro-Tool. Leute, die... Ne, das ist ein Spiel, ist ein Strategie... Also das zensiert es hier in Spielenamen. Ist ein Strategiespiel und da geht es um das Gute gegen das Böse. Ja, da geht es immer gegen das Gute gegen das Böse. Sieht man auch zum Beispiel an Supreme Commander. Eindeutig die guten gegen die Bösen. Ich glaube kaum, dass die Polyger, die ein Stop-Shield zeigen, die gesperrt werden sollen, sind die Konter-Strike-Spieler. Oder auch Konter-Strike-Soße-Spieler. Ne? Oder das neue Spiel, das ja irgendwann kommen soll, Konter-Strike Global Office. Konkurrenz zu Microsoft Office, wo man Leute abballert im Büro. Wo man Leute abballert, das machen die Politiker, da gibt's nichts daran zu rütteln. Wen wieder ein Amok, einer Amok läuft, dann ist in 3 oder 5 Jahren vorbei mit Konter-Strike-Spieler. Ja, denn in Shooter-Spielen, da kämpft immer das Böse gegen das Gute und das Böse gewinnt. Das fängt schon bei älteren Spielen wie zum Beispiel Call of Duty 1 an, wo die bösen Amerikaner gegen die guten Deutschen spielen und immer gewinnen. Merkt man auch am Singleplayer. Deswegen spielt lieber Strategiespiele, die sind gut. Und keine bösen Shooter, die sind böse. Meine Antwort, ich habe Windows XP SP 2 und noch was, ich habe auch TuneUp Utilities 2010 und da räumt alles auf, was die Festplatte nicht mehr benutzt werden oder defekt sind oder Fehler haben, wird aller wieder repariert oder gelöscht. Meine Windows-Datei hat einen Fehler, kann nicht repariert werden, gelöscht. Und dem Problem mit den Leckern habe ich nicht. Der TuneUp Utilities 2010 hat auch noch Turbo-Modus und der ist jeden Tag an. Ich nehme an, das ist einer von diesen Experten, die solche Tune-Up-Tools installieren, alles auswählen und dann jeden Tag drüber laufen lassen, sich irgendwann wundern, warum der Rechner nicht mehr geht. Weil irgendwann mal so sehen, was gelöscht wird, was noch wichtig ist. Des Weiteren, so Sachen wie die Registry-Reinigung bringt heutzutage nicht wirklich was. Es sei denn, es gibt irgendeinen Fehler da drin, ja, aber das ist eher selten und geschwindigkeitsmäßig. Naja, wir sind nicht mehr zu Zeiten von Windows 95 oder 98. Daher bringt das nicht wirklich was. Ach ja, der hat zu viel Verknüpfung extra auf seinem Desktop. Oh, hier ist richtig stimmt. Kann es sein, dass die Verknüpfung extra den Arbeitsspeicher belegen oder die insgesamt, ja, hier Prozessordaten oder keine Prozessordaten sein, bis zur Schmerzgrenze gehen? Ja, also von meinen 6 GB Arbeitsspeicher brauche ich auch 5 GB Arbeitsspeicher nur für die Verknüpfungen, weil... Die fressen schon unglaublich viel, also nicht zu viele Verknüpfungen anlegen. Das frisst enorm Speicher. 30-40% normal ist das nicht, dass von 10% draufgehen. CPU-Leistung können nicht die zum Lecken bringen. Doch, es muss was anderes liegen. Ich schau mal, wo der andere Grund ist, dass der leckt. So, habe was bemerkt bei mir mit 7 COM-Spielern. CPU-Auslastung 100%, 96 MB DDRAM auf 96 MB DDRAM. Ich glaube, er hat sich da verschrieben. Er kann ja nicht mehr Speicher belegt haben, als er hat. Okay, doch, geht. Geht bestimmt.
Mein Bruder hat auch mal 105% CPU-Auslastung, von daher. Und CPU-Leistung, wenn zu wenig ist, kann ein Spiel zum Lecken bringen. Beziehungsweise zum Ruckeln dann, aber egal. Sozusagen, ich habe auch noch IE8 und MSN an. Ja, IE8, ja, gehen wir ganz schnell. Irgendwas ist doch an der Sache was faul mit den Grä-Andiere und Reparateure, die sind nicht da, aber die doofe KI sind die da. Ich bin in Frage gekommen, ob ich die Grä-Andiere und Reparateure bauen kann. Nichts, gar nicht. Wie doof ist das, wenn nichts da ist und der KI baut auch noch das. Verstehe die Welt nicht mehr, das glaube ich dir. Ich hoffe, dass bei der nächsten Version die Grä-Andiere und Reparateure wieder da sind. Oh, scrollen wir weiter, es tut weh. Oh, oh, jetzt kommt das Schöne mit dem Antivirus, das ist cool. Oh, ein Virenscanner läuft Amok. Ja, er schießt einfach die Leute. Gibt gute Gründe, warum der Virenscanner Amok läuft. Zu viele böse Shooter-Spiele. Und warum die mit reingezogen wird, so dass der laggt. Grund 1, Norton. Frisst das immer noch so viel Leistung wie früher? Der ist ein Übeltäter-PC, läuft 25% Gigahertz und etc. werden in Minimal arbeiten. 25% Gigahertz. Ja, doch so viel. Kaspersky, wen der Lust hat zu scannen, dann bitte alles, was ihr anhat, zum Beispiel Spiele oder IE oder was anderes, sofort ausmachen. Wen nicht, kann es möglich sein, dass die langsamer laufen. Ja, wenn ein Virenscanner scannt, laufen andere Sachen langsamer. Deswegen soll ich die anderen Sachen ausmachen, weil sie sonst langsamer laufen würden. Das ist logisch. Grund 3, Antiviren mit den Schirm. Es gibt einen guten Grund, den ich was zu sagen habe. Bitte lehrt, wie ein Lehrer soll ihr etwas lehren, eure Arbeitsspeicher, wenn der voll ist, dann ist guter Grund, warum die Spiele einfach hängen bleiben. XP und jedes andere halbwegs moderne Betriebssystem, auch Windows 2000 schon, kann den Arbeitsspeicher ganz gut selbst verwalten und leert den wieder, wenn er voll ist. Vorausgesetzt natürlich, es ist noch Arbeitsspeicher, also er wird dann wieder geleert von den Dateien, die nicht mehr benötigt werden. Wenn natürlich der Speicher voll ist und alles benötigt wird, ist es natürlich schwierig. Man muss den nicht selbst leeren mit so Arbeitsspeicher-Leerprogrammen, wo es da noch gibt. Arbeitsspeicher-Defragmentierung aus und Müll. Eure Festplatte ist sowieso nicht schnell genug, um den Arbeitsspeicher zu übertreffen. Also, ich habe eine neue Festplatte gestellt, die hat so 200 MB Lesegeschwindigkeit und mein Arbeitsspeicher hat, glaube ich, 5000 MB die Sekunde Schreibgeschwindigkeit. Also, das könnt ihr euch sparen. Grund 4, andere Antiviren und so weiter, bitte tun mir Gefallen, löscht die wieder, die sind nicht gut für den PC. Also nur Norton, Kaspersky oder Antivir benutzen. Wenn ihr was anderes habt, das ist nicht gut für euren PC, macht den kaputt oder so und mein Mausrad hängt. Oh Gott, geh mir weg, ey. Wer schaut noch zu? Kann sein, dass die Map ein Limit hat. Bei mir ist die Daten der Map von der nicht mehr starten, weil die Daten die alten blockieren und die neuen auch. Wenn Maps voll ist und noch mehr kommt in online, weil die alle Maps nicht mehr starten oder weil ein Freund eine Map macht, ist das auch möglich, dass die Map nicht mehr starten. Genau. Wen Mann, Frau nicht, den Dudai Dodi, also hier ist es falsch geschrieben, anhat, kann Mann Autogame On schreiben, die KI spielt für mich, aber wen ich wieder ausmachen möchte, ist ein Problem, ich lese schon, wie die Leute schreiben, ich schreibe Autogame Off und die hängt und in der Windows Task Manager keine Rückmeldung, ich brauche Hilfe. Ja, das brauchst nicht nur du. Junge, bitte Bein. Beta 10 Thema bleiben. Das andere, was ihr da schreibt, bitte in privater Mitteilung, ja? XD. Zu der Version sage ich, dass es beim Laden des Geplänkel schneller ist als bei der Beta 9 mit fehlerhaften Texturenboden, wo die Einheiten nicht da sind. Ihre Energieanzeige ist mir noch nicht aufgefallen. Mit dem Bug ist noch ein Katz-und-Maus-Spiel. Ich hoffe, dass die nächste Version besser ist. Danke an die Entwickler, sie beheben den Fehler, den da ist. Ich dachte, es sind mehrere. Oh, ich bin ganz unten, ich kann nicht mal weiter runter scrollen. Hurra, ich bin gleich fertig. Yay. Da hast du recht, wer auch immer die deutsche Audio-WZ in der Mods macht, hört man nichts von deutschem Video, immer noch Englisch. Vorsicht den Umständen nicht in der reinmachen. Es könnte ein Schuss
Folgen kommen mit deutschen Stimmen. Stimme zum Beispiel, Beispiel, schönes Wort. Der letzte Rakete, die es, sie sagen, wir greifen an oder so, bitten, nicht nachmachen. Es könnte passieren, dass die Folgen Fehler aufruft. Wen man den reinmacht. In Online, da wird nichts übersetzt, ist immer noch Standard Schreibschrift des Landes, zum Beispiel Englisch oder so. Zum Beispiel habe ich die andere FSX Sound und der Standard SFX Sound in der Base. Wen wir allein spielen, fliege ich nicht raus oder mit und. Spiele auch nicht, aber wenn ein anderer kommt, kommt das, ich umgehe die Datenintegritätsprüfung und werde rausgeschmissen und die andere auch. Zwei oder drei Leute gehen mit raus, weil das gleiche standet. Die andere Leute umgehe die Datenintegritätsprüfung. Das ist richtig geschrieben, verwundert mich. Ist doch voll ätzend, obwohl die Daten von Sound gar nicht dazu gehören. Ah, da hast du recht, es ist so entwickelt, dass sogar noch ein Baby umgehen kann. Und das Blöde daran ist, dass Mann, Frau nicht mehr denselben Speicher benutzen kann. Da muss man einen anderen leeren Speicher benutzen. Und der KI auch schwer ist Cheater-KI. Das ist in jedem Strategiespiel so. Hat bei der schwere Python mit Ketten, mit zwei schwere Geschütztürme. Warum wir nicht, ist voll der Beschiss. Nur erst bei schwere Drängen und Panzer ist mit zwei Waffe Türme erlaubt. Nicht über IPs sonder beitreten. Die IP ist nur da. Wen ein Freund mit dir alleine über Online spielen möchte, musst du seine IP eingeben, nicht deine IP. Aber wenn ich mit mir selbst spielen will, muss ich doch meine eingeben. Ah. Und wenn man online spielen will, braucht man keine IP. Nö. Völlig unwichtig. Da hast du recht, bei einigen deutschen Städten ist Strom und Telefon und LAN-Kabel abgerissen. Es kann sein, dass die Lobby und Beitreten nicht öffnen können, dass der Schnee den Kabel abgerissen, wo der Port für die Lobby und Beitreten ist. Nicht nur, dass wir bekommen nicht mehr die Beta 7 hochgeladen, der Großrechner, der hat LAN-Verbindung Probleme wegen den doofen Schnee. Er hat ein LAN-Kabel zum Großrechner gelegt, ja. Übrigens, der Server, von dem er hier redet, steht im Ausland. Das heißt, es ist ihm scheißegal, was in Deutschland abreißt. Bei ihm ist einfach was abgerissen, deswegen kommt er nicht mehr hin. Dieser Bug ist ein Fehler und kannst nichts dafür, dass was Falsches gemacht hast. Das Problem ist online, mit wie vielen Leuten am Spiel ist der Bugfehler da. Das ist die 2.3 Beta-Version. Du musst Geduld haben, bis die 2.3 Fragezeichen. Normal schreibt man dann X. Ohne Beta draußen ist, dann ist der Bugfehler weg. Ich hoffe das auch, weil der nervt. Und wenn er nicht weg ist, was machst du? Ich will es gar nicht wissen. Nein. Schreib mir nichts. Auf den JavaScript ist kein Verlass mehr. Die das neue Update hochgeladen hat, ist seine Sache. Ich nicht mehr, von denen habe ich Viren und Spyware und Wurm und Trojaner und sogar noch 5 Hacker auf meine Festplatte bekommen. Er hat sich Hacker runtergeladen auf seine Festplatte. Ich sage nur, wer das hochlädt, soll selber klarkommen. PS, ich lasse die Finger weg von JavaScript-Updates. Wird JavaScript nicht mit dem Browser geupdatet? Oder wechselt das mal wieder jemand mit Java? Nicht Gangs, bei meisten IE-Router-Box-Anbieter muss man den Namen reinschreiben, sonst weist er nicht zu, wen der Port 2100 gehört, aber du hast recht, die anderen brauchen den nicht. Ja, klar. Ich kenne alle anderen Programme, die brauchen den Port wirklich nicht. Der Modul soll nur die Reichweite von Commander-Einheit verbessern, sonst nichts. Ich kann nur sagen, dass die Commander-Einheit nicht dieselbe Reichweite hat als die letzten S-Raketen. Das Commander-Gebäude hat noch kein Modul. Für die Commander-Gebäude ein mit Modul wäre gut. Er wehrt sich schon wieder. Wie ist deine VIP? Windows Firewall hoch. Bei mir ist die nicht blockiert. Dummerweise steht nichts von dem Port, der die muss man einstelle. Frau kann das nicht. Bei der Erweiterung Port Eingang 2100 und Port Ausgang 2100 TPC oder UPC mit deiner IP und der Name. Wünsche die alle auch und die Forscher, ihr macht das gut. Ich glaube, ihr meint Entwickler, was auch immer. Nur die T-Taste drücken und alphabetisch sortieren oder so.
Ich habe neue Karten von den anderen und dazu und die Sucherei geht auf den Nerven. Mir wird lieber, wenn man die beiden ersten Buchstaben suchen muss, zum Beispiel so von A bis Z für Buchstabe A. Die Karte ist 2, das gleiche bei 4 und 8 Spielen. Wäre, er wehrt sich, pattig, da muss man nicht dumm und dusselig suchen nach den Karten. 45% Sounds und ich 45% Sounds. Mit den Panzern können reden, fehlen 10%. Ich habe bis sie gemacht und hat sie umgewandelt. Wer Fragen hat zum Sounds, bitte an oder mich, wenn denn meine neue MSN-Ad, hatte da übrigens auch reingeschrieben, sehr gute Ideen, vorhin seine MSN-Ad und alles zu posten. Und noch was mit den Reden, bin ich nicht weit gekommen. Sounds sind fertig, aber ich bekomme sie nicht rein, weil das Upload-Verzeichnis ist voll. Bitte versuche es mit einer kleineren Datei oder kontaktieren Sie den Administrator. Wie komme ich die hier rein? Kann einer mir das sagen, bitte? Die musst du eine kleinere Datei auspackst, entpackst. Wir sind 90% Sounds ersetzen, fertig, aber noch nicht mit der hier. Panzer können reden. Es sind nur noch 10%, die uns noch fehlen. Ist irgendwie logisch, wenn man 90% schon fertig hat. Festungen ja, aber V-Tool, die mit einem Panzer herumfliege, sage ich nein. Probieren geht über studieren, sage ich auch bei meiner Rechtschreibung. Obwohl, du hast recht, dass eine Einheit schwer ist, zum Reden bringen zu können, aber V-Tool reden schon, es sind nur noch die Panzern und Cyborg und der LKW, die nicht reden. Neue Sounds, MG und so weiter sind nicht schlecht, du hast recht, wir ersetzen sie neu. NTW ist noch nicht gemacht, die Sounds sind normal, wird später ersetzt, wenn wir fertig sind mit der, auch die Lieder werden neu gemacht und ersetzt. Best, du kannst ja mitmachen und wenn wir fertig sind, dass du in Forum reinmachst. Ordling, Haufen reinmachst. Und ich mache Audio modellieren. Sprich mal Audio wirklich vom Modellieren. Anderen Audio vom MG bis Gurt und so weiter, LKW, Basis und so weiter. Vielleicht, wenn wir fertig sind, werden wir die Panzer zum Reden bringen. Dann hören sie sich so an und so an. Ich bin bereit bei Anklicken der Maus auf Panzer und was, wen ihr sie bewegt, zum Ziel sagen die das schon unterwegs. Und beim Ziel angreifen, ich greife jetzt an und so weiter. Genauso wie beim Cyborgs, aber andere Stimme. Wir sind doch nicht fertig, es sind ca. 60% Audio fertig. Wenn die eine Mod machen, dann will ich gar nicht wissen, wie die Missionsbeschreibung klingt. Es geht nur bei Missionen. Geplänkel und online geht nicht. Hier ist der. Bitte kann einer mal sagen, warum es nicht geht. Weil es nicht geht. Am Ende so, wen einer was geklaut hat, bekommt man, Frau nicht, Hausverbot. Und so soll es sein, dass man den Jet-Nische, Chat-Nische, wie auch immer, in der Online-Horster von ihnen ein Hausverbot bekommt, dass er nicht mehr in seinen Online-Spiel reinkommt. Oh, ich habe Hausverbot bekommen. Jetzt komme ich nicht mehr in mein eigenes Online-Spiel rein. Ja, ich habe mich selbst gebannt. Ich habe dich gesehen und Hi gesagt. Wolle wieder raus, aber du warst schneller. Ach Gott, er ist online. Geh raus. Okay, in Deutsch. Juhu. Nein, nicht so 30 Minuten Spielzeit. Circa 30 Minuten dauern, bis mit das Online-Spiel zu spielen. Danach ist uns egal, wie lange wir spielen und deine Freunde dürfen auch mitmachen. Der oder du machst einen auf mit PW. Passwort. Das Englisch ist nur für die mit und mit mir online spielen. Ich kann kein Englisch, das ist alles übersetzt, was ich in Englisch geschrieben habe. Die Rechtschreibung in Englisch übersetzen. Oh Gott. Ja, das war... Also was ich sehr gut fand, war ja die... Hallo. Ah, jetzt. Was auch immer das jetzt war. Was ich ja persönlich, meine Favoriten sind ja, jetzt bin ich dann vorbei, richtig? Richtig. Nein. Waren ja diese Antiviren-Aussage, sehr schön, hat mir das gefallen. Aber auch die Counter-Strike-Spieler fand ich sehr schön. Wo auch immer das war. Das war doch auch irgendwo da, oder? Oder dass mein Briefkasten voll ist mit Viren. Viren. Herrlich. Wirklich wunderbar. Wie gesagt, schaut mal, was ihr davon haltet. Vielleicht mal eine Serie draus. Immer wieder so verschiedene Formposts aus verschiedenen Foren und Personen, die dann halt einfach super Rechtschreibung haben.
Und ja, ich weiß, wie gesagt, dass es eine Krankheit gibt, aber man kann doch eine Rechtschreibprüfung installieren. Das macht die Sache auch einfach für die Gegenseite, wo es dann beantworten wollen. Weil ich muss ehrlich gesagt sagen, Shield antwortet am meisten gar nicht drauf, weil viele, die das machen, haben keine Rechtschreibschwäche. Es ist bekannt. Sie können, sie wollen nur nicht. Ja, es verbauen mit Counter-Strike-Spiele. Genau. Weil es ja irgendwie mit dem Internet industriert, ob in Deutschland was verboten ist oder nicht. Ah. Und wie gesagt, nochmal, ich will damit niemanden diskriminieren oder beleidigen oder so, deswegen habe ich auch möglichst viel zensiert. Und installiert euch Tune-Up-Utilities. Damit bleibt euer Rechner immer schnell. Da wird er noch schneller. Gewinnt ja noch 25% Gigahertz dazu. Nein, so gäbe das sogar Sinn. Ja, egal. Und installiert euch nicht nö. Installiert euch bloß nicht Norden, der frisst. Der läuft 25% Gigahertz. Ach. Vielleicht hat noch jemand so köstlich gelacht wie ich. Über die Counter-Strike-Spieler. Und die ganzen Verknüpfungen, die den Arbeitsspeicher fressen. Egal. Ich gehe das jetzt mal rendern. Zum zweiten Mal. Hurra. Ich freue mich. Oh, dann sehen wir uns irgendwann. Hören uns. Ach. Egal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal vielleicht.